Wir räumen das große Terrarium aus. Also da ist einiges an Wurzeln in den Rohr drinnen gewachsen. Da ist klar, dass da nichts mehr rauskommt. Willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich wieder beim Gerhard zu Besuch. Und zwar steht heute eine richtig große Arbeit an. Und zwar, wir räumen das große Terrarium aus und bauen es dann wieder neu auf. Genau. Also ich war schon mal hier vor, war das schon 1,5 Jahre oder so? Wahrscheinlich. Ja, es ist schon Zeit her. Da habe ich euch das XXL-Terrarium gezeigt. Es sind eigentlich 3 Terrarien und jetzt wird es mal Zeit, um das Ganze neu zu machen. Und dabei zeigen wir dann auch gleich, wie das Ganze aufgebaut ist. Genau. Also vielleicht ganz kurz, warum machen wir das überhaupt neu? Also zum einen mache ich das neu, weil ich in die 2 Terrarien schon Schnecken drinnen habe und die Schnecken fressen mir die Eier von den Fröschen zusammen. Ist halt recht unpraktisch, wenn man die Frösche züchten möchte. Und zum anderen, weil das ganze Holz schon so morsch ist, also manche kennen die Terrarien vielleicht von Instagram von mir oder von Bach ist ein Video und das hat ein bisschen anders ausgesehen und die Wurzel, was da war, die war schon so weich, dass sie komplett zusammengebrochen ist und ja, da ist noch ein Stück von der, also man sieht es, das ist halt, ja. Ja, das war das Dragon Skinwood. Genau, das Dragon Skinwood sieht super aus, echt tolles Holz, ist halt leider nicht sehr langlebig. Ja, wie alt war das jetzt oder ist es jetzt 3 Jahre? Es war jetzt im Anfang Juli 2 Jahre und 8 Monate alt. Okay. Weil ich extra noch nachgeschaut habe, waren es. Also, da habe ich es halt angefangen zu bepflanzen. Ja. Und ich glaube, den ganzen Aufbau, das habe ich im Sommer halt auch gemacht, vor 2 Jahren, 2,5 Jahren. Ja, und sonst noch die Bewässerung ist ja jetzt mit so einem Schlauch, der hinten rauf geht. Genau. Weil also, es ja auch so, dass einer schon ein bisschen verstopft ist. Ja, das ist auch der verstopft, also man sieht da, kommt noch ein bisschen was durch vom Wasser. Drüben nicht mehr, da ist es komplett schon zu, also da ist auch der Rest. Also es geht einmal so rundherum die Leitung. Sind da im Rohr sind ein paar Löcher, wo ja ein bisschen Wasser durchtropft und der Rest vom Wasser kommt dann da halt. Und da ist ein Auslass, unten steht ein Außenfilter, das genau. Ganze halt. Da kommt der Auslass, da ist ein Absperrhahn, damit man das ein bisschen regulieren kann. Und ja. Das wollen wir auch neu machen, da gibt es dann auch noch was zu sehen. Das wird ein bisschen verbessert. Wird ein bisschen verbessert, weil jetzt ist es noch mit den PVC-Schläuchen und so und mit so engen Bogen. Was halt schlecht ist, da kommt man mit keiner Schlauchbürste um die Ecke und es wird jetzt im Neuen dann besser verbessert, sagen wir so, die bessere Version gebaut. Wird dann im nächsten Video dann zu sehen sein, wie wir das bauen. Also jetzt hast du ja schon die letzten Tage ein bisschen angefangen, ein paar Sachen rauszuholen. Genau, also ich habe schon ein paar Frösche sind schon raus, ich habe schon im Vorfeld ein paar Pflanzen rausgegeben, deswegen sieht es da halt schon so aus. Weil ich da halt jetzt nicht mehr aufpasst habe und die Pflanzen halt rausgerissen habe. Genauso habe ich von da einen Großteil von den Orchideen schon rausgenommen, damit ich das einfach schon quarantänisieren kann, damit da wirklich nichts mehr ist, damit ich das auch wieder verwenden kann. Weil ein Teil der Pflanzen werde ich halt wegschmeißen, also wie die ganzen Fahnen und sowas. Die habe ich die meisten eh durch Sporen gezogen und die Sporen sind bei den neuen Rückwänden eher da mit drinnen, also das kommt eh wieder von alleine. Die Frösche kommen da in den Übergangsterrarien. Genau, da habe ich schon drüben habe ich schon Terrarien vorbereitet, da kommen dann die mal rein, da ein bisschen was dort und ja. Okay, passt, dann fangen wir gleich mal an. Genau. Na, boah, das ist Aquarium für Terrarium für Terrarium. Genau, also eins nach dem anderen. Vor allem erstmal das ohne Schnecken. Genau, weil das ohne Schnecken ist, aber also die Pflanzen kann ich so verwenden. Zuerst mal die Aquarienfahne, was sie auch ehemals wachsen können. Das ist auch richtig cool. Bei ein bisschen geschlossenen Terrarium schauen die immer nice aus. Und dann halt noch einige Wurzeln, was noch wegkommen. Also da ist ja ein Unterwasserteil auch. Da sind auch noch Fische drin, oder? Ja, die muss man auch noch rausfangen. Ja, das. Wenn wir dann auch noch im Laufe von Abbauen machen, wenn vor allem die Pflanzen halt auch draußen sind wahrscheinlich. Ja, genau, das ist ein bisschen einfacher. Ja. So, das kommt einfach mal alles da rein. Ja, gleich ein bisschen auch sortieren, was wohin kommt dann wahrscheinlich. Ja, also jetzt ist eher mal so, dass ich schaue, dass eher die Aquariensachen, also alles, was unter Wasser leben kann, haue jetzt mal dann die erste Box zusammen. Ein Teil werde ich wiederverwenden und ein Teil werde ich einfach wegschmeißen, weil von den Fahnen, das ist der normale Taiwan Narrow, von denen habe ich schon fast eine ganze Box voll, also den könnt ihr sowieso wiederverwenden. Ja, bei manchen Pflanzen, die einfach zu schnell wachsen, da macht es auch nicht so viel Sinn, die jetzt irgendwie zum Aufheben, wenn man
sowieso schon alles voll halt mit anderen Pflanzen. Eben, weil ich habe ja eben durch die Aquarien sowieso immer so viele Pflanzen. Und vor allem von den Fahnen. Ja, ist ja auch so, wenn man jetzt eine Box hat und die Pflanzen darin aufhebt und ist komplett pumpvoll, dann ist ja auch eher so, dass irgendwas anfängt zum Gammeln, das ist auch nicht so gut. Irgendwann stirbt dann mal irgendwas ab und vor allem das, was unten ist. Ich meine, bei den Fahnen geht es eh, die sind da eh nicht so empfindlich. Aber ich komme vor, wenn es mal anfangen zum Gammeln, dann ist oft so, dass dann alles anfängt. Ja, ich glaube, das sind dann meistens irgendwelche Bakterien oder was und das greift dann auf das so um. Alles über, genau, und dann stirbt das halt ab. Ein paar Nubien. Naja, Nubias. Ein paar Klams. Dazwischen sind noch Putze für Land raus. Ja. Yeah. Vielleicht tauchen jetzt auch Pflanzen auf, die schon lange verschollen sind. Ja, es ist durchaus möglich. Den Farn habe ich bei mir auch daheim und der kriegt ja auch immer wieder dann so die Sporen unten. Das ist immer ganz gut bei denen. Genau, die Sporenblätter, die hebe ich dann auch immer auf. Ich meine, das sind glaube ich jetzt ja, klar sieht man keins, aber. Ja. Sonst halt sieht man richtig gut, dass richtig viele so Punkte drauf sind und da die Sporen dran sind. Also ich hebe es immer auf, eben für meine neuen Projekte dann. Und das zum Beispiel ist so ein Sporenblatt. Dann sieht man das halt voll mit den Sporen. Das reibe ich dann immer, ich habe dann so wie da unten, da ist das Granulat drinnen, was ich fürs Beschichten nehme. Ja. Da reibe ich das dann einfach dazu und dann... Das haben wir auch bei meinem Paludarium benutzt und das sind ja auch dann nach so einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, richtig viele Fahne kommen. Das dauert halt immer ein bisschen. Genau. Und hier ist schon ein kleiner Spoiler für nachher, für die neuen Rückwände. Und da kann ich auch noch kurz zeigen, weil das Terrarium, das habe ich auch erst vor einer Zeit gemacht. Ja, stimmt, das ist noch neu eingerichtet. Und da sieht man halt, also es ist jetzt noch nicht beleuchtet, aber es kommen da auch schon langsam die Fahne. Gut, das ist Moos. Aber so wie da. Ja. Das da kommen schon die ersten sieht Fahne, eben alles die Fahne, oder da sieht man es auch gut. Also da hinten, ne? Dorf. Mhm, ja. Aber ja, es ist schon ganz cool, wenn dann auf einmal unterschiedliche Fahne kommen und dann so mehr oder weniger eine Überraschung ist, was da jetzt wächst. Ja. Also dann, das ist schon ein Großteil ist eh, der nicht, aber der Fahne, der was eh da drüben fast überall ist, der große. Ja. Eben der, was da so riesig wird, der was die Blätter da bekommt. Ja. Der ist eigentlich auch ziemlich leicht zu vermehren über Sporen. Also da sieht man da, der ist schon ein bisschen größer da drinnen. Ja, stimmt, den hatte ich auch einige beim Terrarium. Ein Großteil wird eben der Fahne sein und der andere da. Was genau das für eine ist, weiß ich nicht. Da kriege ich auch immer wieder Anfragen. Ja. Ich habe nur gesehen, also das ist, er sieht ziemlich gleich aus wie der Fahne, der, was er bei uns in den Wäldern überall wächst. Also der, was da ist. Da oben ist zum Beispiel. Also nicht der, sondern der. Ah, okay. Der kommt dann auch über die Sporen, aber der verbreitet sich mehr über Ausläufer dann. Aber der zum Beispiel, also da sieht man auch gut der und der große da. Mhm. Der kommt da immer wieder dann da durch Sporen durch. Dann, wenn man sieht, da also sind wieder Jungpflanzen. Ja, ne? Stimmt. Also da war ja früher auch der Farn, aber den habe ich jetzt mittlerweile schon weggeschnitten. Da kommt der wieder ein bisschen durch. Oder da sieht man es auch gut, ne? Ja, stimmt, wieder. Das schaut immer sehr cool aus, wenn das so auf der Wurzel auf so Moos wächst. Genau. Das ist immer sehr natürlich. Ich finde das auch immer sehr cool, da ist ein bisschen ein Fizzy Dance. Ja. Generell finde ich das immer sehr cool. Ich meine, das ist halt schon relativ trocken da alles, aber wenn so ein bisschen die Fahne wächst, ein paar Putzen, ein bisschen Moos dazwischen. Ja. Das ist echt da aus. Die ist nie wirklich gewachsen. Eine sehr winzig. Kryptokarinen. Aber das Problem ist halt, dass da viel zu wenig Licht reinkommt. Also ich habe jetzt da die Shihiros. Ja, die Vivids. Vivids 2. Und da hast du ja einen Test mit einer Pro. Da ist die WRGB Pro, 80 cm, weil die von der Leistung her, also von den Lumen zwar mehr hat, aber weniger Watt. Und jetzt haben wir gedacht, vielleicht ist das dann ein Upgrade oder zumindest, dass ich weniger Strom brauche. Aber es ist. Mhm. Das Problem ist, dass das Kabel kürzer ist, also es geht sich fast nicht aus bis da runter. Okay, was dann? Ja. Schwieriger. Genau. Das
So, es wird schon langsam leerer. Also die große Wurzel ist schon mal zum Teil draußen. Die haben wir durchgesägt, weil das einfach zu groß war und die Bromelia so festgewachsen war, dass man ihn nicht runterbekommen hat. Aber jetzt noch ein paar Pflanzen und dann muss langsam auch noch der ganze Steinaufbau raus. Also da mal schauen. Das schon langsam wird es immer leerer. Fische sind schon alle draußen, Bodengrund auch schon langsam und auch das ganze Harzgeb. Beziehungsweise ein Teil von Harzgebiet bleibt wahrscheinlich noch drinnen. Genau. Und ja, die Rückwand kommt jetzt dann noch raus. Und dann wird noch alles sauber gemacht und dann geht's an die nächsten, oder? Genau. Wenn das soweit fertig ist, die nächsten ausräumen. Und dann haben wir das braucht, hast du da auf die Uhr geschaut? Boah, ich weiß nicht, eine Stunde oder so? Eine Stunde war es sicher. Ja, wenn nicht ein bisschen mehr. Ja. Und es ist auch schon langsam alles voll. Zwei Boxen mit Pflanzen. Boxen oder Kübel mit Harzgeber und Bodengrund. Ja, genau. Wobei das. Also das wird weggeschmissen, die Steine, das wird alles ausgewaschen, das verwende ich wieder, weil das baue ich da wieder auf. Ja. Das war eigentlich ursprünglich alles verklebt, aber das hat sich alles schon gelöst. Mhm. Ja, werde einfach wieder neu verkleben. Ja, da ist der Vorteil, dass da keine Schnecken drin sind, also kann man da ja alles. Genau, deswegen bleibt das da so drinnen. Also es kommt nur rein, der Rückwand nur raus, das wird alles gereinigt wieder. Ja, und da müssen wir dann noch schauen bei den anderen Terrarien, wie wir ja, es da machen. Aber das sehen wir dann noch. Genau. Die ganzen Aquarien und anderen Terrarien werde ich dann in einem extra Video wieder zeigen, in ein paar Wochen oder Monaten, wenn dann das wieder ein bisschen schöner eingewachsen ist, wenn das dann neu eingerichtet ist. Also da unbedingt auch wieder vorbeischauen, um ein Update von allem zu sehen. Und jetzt kommt die Rückwand raus, also hier sind so ein paar Dorfplatten, genau, die dann auch wiederverwendet werden. Ja. Weil da ganz schön das Moos schon noch drauf gewachsen ist. Ja, man, da ist jetzt ja nicht viel drauf, aber ja, das halt überall ja das Fiese Dance und das hebe ich halt auch auf und das werde ich dann halt einfach schon aus Bodengrund dann für den neuen einfach verwenden. Dann ist das schon angeimpft mit diversen Moos und Farnen, wie man das sieht. Da ist auch Ricardia, ja. Das ist ein bisschen Liliopsis brasiliensis, ja, Buzzophyllandrien, ja. Und jetzt kann man es ganz gut sehen, hier ist der Filtereinlass, dann geht der Schlauch hinten raus wieder. Genau, geht dann da raus durch und geht dann da halt. Da nach oben. Nach oben. Bis nach oben, dann ist oben der Schlauch, was einmal rüber geht mit Löcher. Ja, das sind da die Löcher. Ja. Da sieht man, gut, ist jetzt ja, dann schon ausgehalten ist. Geht da im Kreis herunter. Und dann unten ist noch ein Absperrhahn, um das einzustellen, ja, damit da nicht zu schnell das Wasser durchfließt, damit das oben ansaugt. Weil ja, wenn das Wasser zu schnell durchfließt, dann saugt es durch die Löcher an und dann kommt kein Wasser raus. Genau, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Entsteht das Unterdruck, dann saugt es da die Luft eben rein und es bewässert nichts. Es bewässert halt nicht und es ist noch laut an oder zu. Ja. Also, und da kommt dann nur Luft raus, ist nicht so. Nicht das, was ich will. Ja. So, jetzt mal schauen, ob die Tafel da runter geht. Das sind die Spaceplatten, oder? Ja, genau. Ja. Und entweder sie halten nicht so gut und fallen schon von alleine ab, oder sie halten nicht oder so gut. Oder sie halten gut, ja. Die halt so gut, die bricht sogar. Und dafür, dass es eigentlich mit Silikon geklebt war, hat es ziemlich gut gehalten, ja, muss man sagen. Eigentlich sagt man, Silikon hält nicht so gut auf die XPS-Platten, aber das hat eigentlich recht gut gehalten. Da ist ein bisschen ein Rauschen im Hintergrund, ist die Klimaanlage läuft, weil sonst wird es einfach zu warm hier. Ja. Also Entschuldigung dafür schon mal, aber ich glaube, es sollte nicht so schlimm sein. Ja, jetzt wird es schon langsam leer, dann noch zweimal dasselbe. Und ja, jetzt mit Pausen sind schon so 2-3 Stunden, glaube ich jetzt. Ah ja. Und hier müssen auch noch die Frösche gefangen werden. Auch noch zwei drinnen. Ja, wobei, cool, die sind nicht so schwer zu fangen. Ja. Nach den paar Jahren ist der Schlauch auch schon komplett hart. Also fast wie ein Rohr. Ja. Das war eigentlich ein Schlauchfeuer, oder? Ja, das ist der normale, der 16-22 normale Schlauch, ja, halt. Das sind die normalen Bögen von JBL. So, jetzt noch alles abspülen, damit alles sauber ist und dann sind wir so gut wie fertig mit dem Terrarium und dann kommen noch die anderen dran.
Ich glaube, es waren jetzt so 4 Stunden circa. Wir haben auch ein bisschen Pause gemacht und nochmal wieder ein bisschen geredet. Ja. Aber so 4 Stunden pro Terrarium zum Leermachen kommt schon hin. Weiter geht's mit Terrarium Nummer 2. Also hier kommt jetzt alles separat, weil da ja zum Teil Schnecken drinnen sind. Und da wieder in Boxen. Erstmal Steine und grobe Bepflanzung raus, alles was halt locker ist. Und mal schauen, wie schnell das geht. So, es geht voran. Boxen füllen sich. Es ist immer noch einiges im Terrarium. Aber jetzt werden erstmal die Fische rausgefangen. Da sind so ein paar. Wie heißen die nochmal? Hemiramphodon pogonognathus. Die Schnabelhäftlinge. Halbschnabelhäftlinge. Deutschen Namen genau kenne ich gar nicht, aber. Ja, hier. Die vermehren sich natürlich auch ziemlich gut. Ja, also. Der einzige Nachteil bei denen ist halt, dass die springen und halt für offene Aquarien nicht so geeignet sind. Genau. Außer das ist so ein hoher Abstand, ja. So wie da drüben im 90p, das ist vorübergehend. Das ist vorübergehend, also ist kein Problem. Ich hab's ja da im 60er sind sie auch drinnen, aber das ist schon so verkrautet, da kommen sie gar nicht mehr zur Wasseroberfläche. Also können sie auch nicht rausspringen. Aber so jetzt fürs drüben im Großen habe ich es auch schon gehabt. Ja. Und da sind sie nach ein paar Minuten schon gesprungen. Okay. Aber das sind echt coole Fische. Sie sind halt so relativ ruhig, aber wenn sie balzen und so, haben sie auch ein ziemlich cooles Verhalten. Sie sind lebendgebärdend. Und ja, ich habe halt immer wieder da Junge drinnen. Ja, die fressen ja auch die Fruchtfliegen, oder? Genau. Die haben eine sehr gute Ernährung, weil die Frösche da immer gefüttert werden. Ja, und deswegen vermehren sie sich auch so gut. Und die Jungen, also, weiß nicht, ob man den da erkennt, da auf der Wasseroberfläche, das ist ein Junge da, ne? Der kleine Zwerg. Ja, jetzt ein bisschen. Ja, ja. So sieht man. Ja, echt winzig, aber jetzt kann man sehen, ja. Ja. Und die müssen wir alle rausfangen, genau. Damit da keiner übrig bleibt. Vor allem sind da einige drinnen und sie werden ja immer gefressen, weil ich habe da Beta-Hendras drinnen, ja. Und die fressen die. Und trotzdem kommen aber noch genug immer durch. Ja, die Betas müssen wir auch noch fangen oder halt finden. Ja, das wird noch eine Challenge werden. Weil ich befürchte, die werden wir erst sehen, genau, wenn die ganzen Steine da alles heraus sind. Also die leben ja da in den Spalten da dazwischen drinnen. So. Ja, die Riesenwurzel ist draußen. Ja. Ganz schön schwer, hätte ich mir gar nicht gedacht, aber gut, die ist halt voll angesoffen mit Wasser. Ja. Ein paar Pflanzen noch runter und dann ist das auch fast leer. Ging jetzt noch relativ schnell, aber es ist noch. Ja. Was zu tun, aber bepflanzungsmäßig und Hardscape. Gut, die eine Wurzel, die geht eh leicht raus, die Steine noch raus und dann, ja, schauen wir mal. Da ist halt nur die Frage, was mache ich mit dem? Einfach aus dem Fenster raus und dann schnell zu. Genau. Also schon langsam wird's, das ist eigentlich schon so gut wie fertig, vielleicht noch ein bisschen den Bodengrund raus. In der Mitte ist auch schon der Bodengrund fast komplett draußen, da wird jetzt wieder Wasser nachgefüllt. Rückwand ist relativ schnell entfernt, das sind nicht nur die Platten, die einfach noch raus müssen. Hier noch die paar Pflanzen sind auch nicht mehr so schlimm. Da drüben sind auch eigentlich so gut wie alle Pflanzen draußen. Nur noch hier die eine Orchidee und die Monstera da an der Wand. Und auch die Rückwände. Und dann fehlt hier noch der Bodengrund und das Wasser. Und dann war es es. Wir sind jetzt schon 8 Stunden dabei mit Pausen. Aber es wird. Jetzt mal schauen, wie leicht oder schwer die Platte rausgeht. Jetzt auch wieder so eine XPS-Platte und rundherum war ein bisschen Dorf und Shashim. Aber der Großteil ist mit der XPS-Platte verkleidet. Und die hält ziemlich gut. Ja, also dafür, dass Silikon auf XPS nicht hält. Naja, die Beschichtung hält nicht. Die Beschichtung hält ja nicht wirklich, aber das Transparente. Ja, das Silikon auf der Rückwand, das hält das. Das ja. Die Schichtung löst sich jetzt, aber halt nur mit Gewalt, also sie hat sich nicht von alleine so richtig gelöst. Ja, wenn man richtig anzieht, dann ja, aber sonst hält das schon. Jetzt bin ich schwer angeschützt mit der Japansäge.
Das Mini-Terrarium muss ich euch gleich zeigen, weil es gerade so gut aussieht. Einmal die Utricularia, dann hier eine kleine Orchidee und alles mögliche. Das sieht richtig gut aus, also sehr, sehr nice. Ich finde vor allem die Utricularia cool, dass sie so schön kompakt hier wächst. Aber auch die Pflanze hier, da weiß der Gerhard auch nicht genau, welche das ist, diese hier. Gerne in die Kommentare schreiben, falls jemand weiß, welche Pflanze das ist. Aber die finde ich auch sehr nice. Beim mittleren Paludarium hat ja die Pumpe nicht mehr so gut funktioniert, also das Rohr war irgendwie verstopft. Und wir haben es gefunden. Da sind ein paar Wurzeln reingewachsen in das Rohr. Also, und haben das komplett zugemacht. Naja, voll. Also beim neuen wird das ja ein bisschen verbessert, das seht ihr dann eh in dem nächsten Video. Ja. Naja, es ist der komplette Teil. Ja. Irgendwo zuvor hat man es gesehen. Bei dem oder bei dem Loch ist nämlich auch Wurzel reingewachsen. Ja, die Löcher sind ja ganz klein, sondern so. Also aber das wird ein das Loch da, oder? Ich glaube fast nicht, aber ja, da sind so ganz kleine Löcher. hier sieht man es. Also da ist einiges an Wurzeln in den Rohr drinnen gewachsen. Da ist klar, dass da nichts mehr rauskommt. Ja, große Wurzel ist jetzt auch weg, die haben wir noch zersägt, das haben wir jetzt nicht alles gefilmt, weil es ja eh ziemlich dasselbe ist überall. Hier ist jetzt Wasser angefüllt, damit falls da unten noch irgendwelche Schnecken sind, dass die dann über Nacht hoffentlich weg sind. Ja. So, noch schauen. Die Hoffnung, und dann morgen wird das Ganze noch geklort und dann hoffe ich, dass dann, wenn noch Schneckeneier vorhanden sein sollten, dass die dann auch noch tot sind. Ja. Ja, das ganze Teil ist dann mit BU-Schaum eingeklebt. Also ja, so wie hier, nur halt, hier kann man BU-Schaum sehen. Kann man es noch leicht erahnen. Ne? Einfach damit jetzt nicht nur Steine drin liegen, damit alles zu schwer ist. Genau, weil sonst hätte das ganze Teil ja ein paar Tonnen. Ist halt das aus BU-Schaum. Ja. Und ja, jetzt das letzte. Wir haben jetzt, wie spät ist es jetzt? 19.40 Uhr. Ja. Also, wir haben jetzt circa so um 10 Uhr angefangen, also vielleicht ein bisschen kurz nach 10. Mhm. Also sind wir schon lange dabei. Natürlich immer wieder mal ein bisschen Pausen machen und so, das gehört auch dazu. Ja. Aber ja, es wird noch so die eine oder andere Stunde brauchen, denke ich. Ja. Bis dann alles halbwegs aufgeräumt ist hier. Problem ist immer, wohin mit den ganzen Zeugen, ne? Weil, wie gesagt, die Pflanzen werde ich verschenken, was zum Verschenken ist. Aber das ganze Labergranulat, das werde ich halt abkochen und wiederverwenden. Und das ist schon halt voll, das ist schon voll mit Labergranulat, und da sind die Laberpebbles. Und hier ist eine Box mit Aquariumpflanzen, die sind aber nicht so problematisch, weil die kann man einfach wieder super aussetzen, dann sind sie wieder ohne Schnecken. Genau, die fülle ich einfach an, die Box mit Wasser und... Ja, dann hier ist auch noch Müllsäcke und Steine, Sand. Steine, Kies, alles Mögliche. Da auch noch. Hier auch noch die Platten. Also es ist schon sehr viel Aufwand, das Ganze neu zu machen, also das macht man jetzt nicht jedes Jahr. Ja. Sondern hoffentlich dann das nächste Mal erst wieder in ein paar Jahren. Ich hoffe, dass es jetzt etwas länger hält, weil ja. Natürlich könnt ihr alles wegschmeißen und alles neu kaufen, aber das hat halt alles einen Haufen Geld gekostet und ja. Ja, aber ja auch schade um den Wasser. Schade drum. So Steine werden ja nicht schlecht, die kann man eben. Ja ist halt durchspülen, aber ist halt in der Wohnung vor allem viel Arbeit, als wenn man jetzt einen Garten hätte. Ja, hätte einen Garten, wäre das alles easy, stell das raus, spritzt es ab. So ist es halt ein bisschen in der Wohnung muss ich das halt alles immer irgendwie in der Dusche und mit Kübeln und es ist alles machbar. Ja. Also auf jeden Fall die nächsten Tage noch viel zu tun. Ja, das auf jeden Fall. Die letzten Platten halten auch wieder richtig gut. Ja. Die Terrarien sind leer und wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Wir werden jetzt noch alles fertig sauber machen und dann geht es weiter im nächsten Video. Also auf jeden Fall Kanal abonnieren und beim Gerhard auf Instagram vorbeischauen. Dann erfahrt ihr, wie es weitergeht.